Das Ende vom Robert Habeck ist sehr, sehr nah. Jetzt kam es zu einem Eklat innerhalb des Wirtschaftsministeriums. Und zwar haben zahlreiche Mitarbeiter des Wirtschaftsministeriums einen offenen Brief verfasst, ein Industriepapier verfasst, in welchem sie deutlich gemacht haben, was alles falsch gelaufen ist unter Habeck. Und dies ist gleichzusetzen mit einer Rücktrittsforderung innerhalb des Ministeriums. Es kommt sozusagen zur Revolte. Selbst die Mitarbeiter im Ministerium vom Robert Habeck haben genug, denen reicht es, die wissen, wie es in Deutschland aussieht und die sagen, nein, wir wollen nicht mehr, entlasst diesen Mann endlich und setzt einen kompetenteren Wirtschaftsminister ein, der weiß, wovon er redet. Man muss dazu sagen, Robert Habeck kommt ja nicht aus der Politik, der war davor Kinderbuchautor und dementsprechend sieht auch seine Politik aus in Deutschland. Nur mal um ein paar Verfehlungen von Robert Habeck hervorzuheben, bevor ich auf diese Thematik weiter eingehe. Robert Habeck ist ja dafür bekannt, dass er zum Beispiel aufgrund der Russland-Sanktionen, welche hauptsächlich Deutschland schaden, aber das ist ein Thema für ein neues Video, die Russland-Sanktionen, die hauptsächlich Deutschland schaden, hat er sofort den Ausstieg aus den Kohlekraftwerken gekippt. Es wurden wieder Kohlekraftwerke ans Netz gebracht und daraufhin ist es richtig abgegangen in der grünen Partei. Die grünen Mitglieder waren alles andere als begeistert und das hat Robert Habeck auch ganz klar innerhalb seiner eigenen Partei sehr geschwächt. Ein anderes Beispiel, wie kopflos und wie planlos Robert Habeck letztendlich das Wirtschaftsministerium leitet, ist, dass er zum Beispiel bei Maischberger nicht einmal wusste, was eine Insolvenz ist. Das muss man sich mal vorstellen. Als Wirtschaftsminister hat er tatsächlich behauptet, dass die Industriebetriebe bzw. die Geschäfte, welche nicht mehr in der Lage sind zu produzieren, dass diese einfach aufhören zu produzieren, aber keine Insolvenz anmelden müssen. Ich meine, da hat jeder Schuljunge mehr wirtschaftliches Verständnis als unserer Wirtschaftsminister. Ja, und wie ich es angesprochen habe, jetzt kam dieses Papier innerhalb des Wirtschaftsministeriums raus, diese Forderungen. Und ich bin mal gespannt, wie Robert Habeck darauf reagiert. Er kann es versuchen zu ignorieren, aber dann ist ganz klar, dass innerhalb des Wirtschaftsministeriums es weiter brodelt, dass da die Stimmung langsam immer angeheizter wird. Oder alternativ, er reagiert auf dieses Papier und äußert sich öffentlich, was aber im Umkehrschluss bedeutet, er gesteht ein, dass er den Laden nicht im Griff hat und dass es innerhalb seines eigenen Ministeriums diese Streitereien gibt. Ja, was ist eure Meinung? Wie lange wird Robert Habeck noch unserer Wirtschaftsminister sein? Schreibt es mir doch in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen, abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Video.